What was it? Oh, DC! Mir ist gerade aufgefallen, dass ich eigentlich nicht hätte gründen sollen, die Fraktion Bambini, denn Italien. Italiens Hauptstadt ist ja Rom und Rom brauche ich, um ja, mein Ziel zu verwirklichen, Bündnisse canceln kann und irgendwie auflösen kann und so ein Scheiß. Geht alles nicht hier in diesem Scheißspiel, Alter, wir haben die Kacke hier entwickelt, Alter. Auf jeden Fall versuche ich die irgendwie mal hier rauszubekommen, ich weiß nicht wie, vielleicht, ach, halt die Fresse, versuch's einfach, danke. Ah, die Deutschen. Gut. Ich meine, wir sind ja faschistische Brüder. Deswegen denke ich mal, drücke ich mal hier auf Join. So, das ist getan. So, mein lieber Paul, wir haben da noch eine Rechnung offen. Weiß noch gestern, ne? Da hast du mich betrogen. Betrogen beim Kartenspielen, du Paul, du. Ja moin, man kennt ihn, Prinz Paul. So, Karl Allies. Attacke. Leute, ich glaube, wir bekommen hier ein paar Probleme. Die Schattenarmee will uns schattieren. Eigentlich Refusen. Es klingt natürlich auch interessant, jetzt das Game zu beenden. Also, ist auch eine interessante Option auf jeden Fall. Ja, aber ich denke mal, ich refuse das. Gucken, was das ist. Okay, sie haben anscheinend nichts vor. Igotze Kapitulatione. Hey, Kongratulatione. Jo, das sieht doch ganz nett aus, will ich mal behaupten, nicht? Ich kann mich nur nicht erinnern, dass 1938 Deutsche Sozial in Österreich so aussah. Und die Deutschen scheinen ja irgendwie Pazifisten geworden zu sein. Insbesondere diese Schattenarmee. Habe ich kein Problem mit. Guckt euch diese. Skim, skim, skim. Ich hab's gerade verpasst. So viel zum pazifistischen Deutschland. Ich habe meinen Truppen noch nicht bewegt. Ich glaube, ich kann die Deutschen im Moment nicht abwehren. Ich probiere mal hier gerade so eine kleine schöne Linie zu bauen. Okay, kleine Lagebericht davon. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall uns ein bisschen befreien können, aber wir sehen, das sieht nicht so gut aus. Auch die Italiener können den deutschen Druck an der Südfront nicht standhalten. Hoffen wir mal, dass das gut ausgeht. Hab's irgendwie hinbekommen, mir Bratislava zu gönnen und aus diesem Grunde kapitulierte die sogenannte Slowakei. Und ja, wir besitzen das ganze Hinterland bis auf diese eine Provinz und halt die zwei Provinzen, die den ganzen Weg zu meinen Gebieten jetzt hier quasi blockieren. Wir sind ein wenig expandiert in den Osten. Kurz zum Verständnis, die Ungarn sind dem Krieg beigetreten und haben dann erstmal alle ihre Truppen, die sie hier schön an der Front, an meiner Front hatten, haben sie erstmal schön alle hier an die Rumänen-Front verlegt, weil die ja jetzt auch in einem Bambini sind. Ja, und dann konnte ich einfach nach Budapest reinmarschieren und das war's mit Ungarn. Prinzipiell bin ich Freund von der Feuchtigkeit.